Wir sind Backstage. Ihr wolltet mal Backstage sein, wir sind Backstage. So sieht's Backstage aus. Hier ist ein echter Rockstar neben mir. Hallo Dennis, hier sind zwei rechte Rockstars. Hier sind noch mehr Rockstars. Hast du Kuchen gebacken? Du hast Kuchen gebacken? Ja. Das ist ja unglaublich. Wir sind mitten in Essen-Steele, wo eigentlich an jedem Laden mindestens eine, wir haben auch schon drei Deutschlandfahnen hängen, bei euch nicht. Nein. Bei euch hängen keine Deutschlandfahnen, dafür gibt es bei euch lecker Kuchen. Ja. Sehr, sehr geil. Was ist denn mit den Deutschlandfahnen? Die Deutschlandfahnen, ich weiß nicht, die hängen hier einfach überall, das gehört aber hier dazu. Bei uns, ja. Warum, weißt du, warum die da überall hängen? Wahrscheinlich haben die Leute sich umgebracht, die Fußball-WM nicht verkraftet haben und haben vergessen, die Flaggen vorher. Fußball-WM-Problematik. Und du planst heute hier ein Shooting. Wir sehen hier noch nichts. Hast du diese geheimen braunen Klötze, was wir zeigen die mal gerade? Die habe ich extra da stehen lassen. Und durch eine Geheimtechnik, wie bei einer Bluescreen, wird da draußen dann hinterher eine Zauberwelt, nehme ich an. Oder wie so eine Greenscreen. Die wird verzaubert, wenn du da stehst. Ja, ich verstehe. Das ist die bloße Anwesenheit. Was sagst du zu dem Wahnsinnsladen? Das ist der Brecher, oder? Hier sind riesige Zähne, die von der Decke kommen. Dennis ist begeistert. Was machst du hier heute? Ich bin der unqualifizierte Assistent von Dennis. Und ich bin immer vor Ort, wenn der Dennis Hilfe braucht, wenn es körperlich was gibt, was er nicht machen will, dann oh, ich verstehe, David, holt er mich. Kann man sagen, du bist die Hand, er ist das Gehirn? Oder? Genau, ich habe Dennis und ich, alte Freunde, schon 20 Jahre Freundschaft, helfe auch manchmal bei Instagram Confidence aus und so. Seid ihr zwei Jahre alt, seit kennt ihr euch schon? Ja, so könnte man sagen. So, Dennis, du bist 22. 22, ja, hat der Dennis. Ja, dann könnte man das sagen, genau. Dennis, wie funktioniert das eigentlich, wenn man eine weltumspannende und berühmte Band hat und dann aber am Ende der Welt lebt, auf irgendeiner Alm? oder wie sagt man das? Zweiteres kann ich bestätigen mit der Alm. Mit dem Welterfolg, da arbeite ich noch dran. Ja, und heute werden wir Dennis berühmt machen, indem er uns filmt. Jetzt ist allerdings mein Co-Star fehlt. Ich muss mal hier hinter der Küche gucken. Ich habe den Eindruck gehabt, dass sie sich hier irgendwo... Da ist eine nackte Frau. Nee, ich sehe jetzt erstmal hier, sehe ich ganz was anderes. Wer ist das? ist das Tom Selleck? Nee, das ist Burt Reynolds. Oh, wirklich? Mhm. Aber der war schwul, ne? Hat sich später rausgestellt. Ist der nicht an HIV gestorben? Aber der hat ein schönes Bärenfell hat der hier. Oben und unten. Wie lange hängt der Burt Reynolds schon da? Ja, schon ein bisschen länger. Ne? Sehr, 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 sehr geil. Burt Reynolds. Dann haben wir hier noch andere gruselige Lebewesen, aber das gruseligste Lebewesen steht hier. Genau. Ich habe mich hier aus gutem Grund verborgen. Hallo, Frau Doktor. Ja, guten Morgen. Hättest du dich nicht vorher schminken können? Nee. Warum nicht? Ich bin schon dreimal vom Auto hierher gelaufen, habe einen Fernseher getragen und andere Dinge, Nebelmaschinen und 7 Kilo Nebelfluid. Und danach hätte das auch nicht mehr schön ausgesehen. Warum hast du nicht wie der Dennis einen Assistenten? Ja, das frage ich mich. Nee, ich frage dich. Das frage ich mich, ja. Das, keine Ahnung, das muss noch kommen. Ist das eigentlich auch alles geschminkt oder sind die echt? Das ist geschminkt. Guck mal, die sind auch noch da. Meine neuen Fingertattoos. Ah ja, zeig doch mal. Die Bianca kann nämlich unter anderem tätowieren. Wie lange sind die schon drin? Die sind ja seit einer Woche da. Darum glänzen die jetzt auch noch so fettig. Und es sieht immer noch schön aus. Das heißt, es ist noch nicht verheilt. Erklär doch mal kurz, was das bedeutet. Das ist Schwefel. Das ist Quecksilber. Das ist Gold. Und das ist das gewöhnliche Salz. Das gewöhnliche Salz mit dem kleinen Finger zugeordnet. Also nicht etwa Salpeter oder sowas, sondern einfach nur Salz. Ja, Salpeter ist ja auch ein Salz. Weil Quecksilber, Schwefel und Salz die Grundstoffe in der Alchemie sind. Das glaubt die Bianca. Das glaub ich. Sie hat allerdings nur Musikwissenschaften studiert, muss man dazu sagen. Nein, hier, guck mal. Jetzt ist das Quecksilber? Quecksilber. Super geil hier. Läuft. Jesus-Anhänger. Du hast Zahnöl und einen Jesus-Anhänger bekommen. Wie fühlst du dich jetzt? Geschützt? Ja. Hat dich Jesus schon mal geschützt oder ist das erste Mal, dass er dich geschützt hat? Das erste Mal jetzt. Also ich bin so dankbar. Ja, auch für das Zahnöl? Ja, ja. Ich werde das direkt jetzt gleich. Probier es dann einmal aus. Das kann man auch essen, aber ich glaube, das ist dann zu frisch. Kann ich das auch für die Zähne nehmen? So? Natürlich, das kannst du auch für die Zähne nehmen. Kann man ruhig mal rumprobieren. Du warst mit im Vatikan, Häschen, da gab es massenhaft von dem Zeugs. Ne? Ich meinte eher das Zahnöl, ach so, bin ja. Ich nicht so ganz sicher. Nee, da sind wir uns nicht, aber wir werden bald werdet ihr mehr erfahren, wenn es heißt, wir Dennis auch, und wir die Scheffel. Ich weiß nicht genau, ob es aus Zähnen ist. Öl aus Zähnen? Oh mein Gott. Hast du jetzt Angst? Was war mit den Zähnen? Wollt ihr die ziehen heute? So, jetzt haben wir das, jetzt ist kein Mundöl mehr da und auch kein... Und auch keine Ahnung, aber Bianca kriegt auch was. Bianca, guck mal, für dich habe ich Blumen mitgebracht. Das ist aber schön. Weil du bist ja, ich habe gehört, du bist großer Blumenfan. Großer Blumen. Weißt du, welche Blumen das sind? Das sind
Ich würde sagen Kunststoff. Das ist mal richtig. Und dann haben wir außerdem noch von den Kölner Lichtern Wunderkerzen. Die können wir eventuell gleich auch noch abbrennen. Bist du fertig? Das glitzert. Das ist sehr schön. Ja. Ich habe auch noch Geschenke. Kaum steht Kaffee und Kuchen bereit, beginnt auch schon der Kaffeeklatsch. Ja. Unsere beiden Klatschtanten machen es vor. Sie haben alles, was dazu gehört. Handy, Kaffee, Handy. Kuchen. Ich bin immer noch nicht fertig. Aber du bist schon, hast dich schon einen Einwand verwandelt. Ja, das können die Zuschauer nicht sehen. Dann filme dich doch mal selber. Mach du mal. Ich filme dich selber. Bianca, versuch das jetzt mal. Er ist ein Einwand. Hier, Achtung, Einwand, das kommt nicht von mir. Das kommt jetzt von den Besitzern der Freakshow. Ja, das ist auch... Wie heißt das in der Zusammenstellung? Penis-Einwand. Ist das immer so ein beliebtes Item, was schon seit vielen Jahren hier... Ja, ja. Kann man da immer... waren schon so manche Nasen drin. Ja, trägst du das auch? Oder? Ich trage das auch. Die kannst das gerne auch. Der gut auch tragen kann sie. Ja, das steht dir. Ja. Ja? Fühl mich damit auch. Jetzt komme ich zur Königsdisziplin. Jetzt macht unsere Prinzessin Fedra. Das würdest du auch vielleicht mal kurz die Penisbrille aufziehen? Nein. Ich habe doch schon Wimpern dran geklebt gerade. Ja, du meinst, das geht nicht. Da sind keine Gläser drin. Nur Mut, Bianca. Nur Mut. Nein, dann ist das wieder. Kann ich wieder von vorne anfangen. Sie ziert sich. Was ihr nicht wisst, sie ist zwar super sexy und zieht die Männer und Frauen an wie die Fliegen an die Aasblume. Aber wenn es dann dran geht, eine Penisbrille... Ich habe sie eine Aasblume genannt. Aber wenn es darum geht, eine Penisbrille anzuziehen, dann ist sie ganz Prinzessin und dann heißt es, nein, ich habe mir schon die Wimpern angeklebt. Ich habe schon Puder drauf. Filmst du es jetzt? Ja, ich filme es. Wir sind jetzt bei unserer Prinzessin. Bei der Haarauswahl. Ich wusste gar nicht, dass die Haare künstlich sind bei dir. Ja, sicher wusstest du das. Nein, das wusste ich nicht. Sag ich aber immer. Darf ich da mal reinfassen? Du hast in deine Haare? Ja, ich habe mal eine. Warum hast du denn so viele verschiedene Haare? Ja, das muss ja auch farblich... passen. Das mal, zum Beispiel schwarz. Ich habe jetzt aber irgendwie, da sind die richtigen. Woran erkennst du, dass das jetzt die richtigen sind? Das sind gar nicht die richtigen. Alter! Ah. Guck mal, hier lauter Haare. Und noch irgendwas. Hier ist auch irgendwas dazwischen. Es glitzert, aber das wollte ich gar nicht. Wir lassen sie mal lieber. Was muss man wissen? Und wenn man geschminkt wird für so ein Video, Häschen? Dass das Licht meistens sehr kalt ist und eine Menge Farben verschluckt. Das heißt? Das heißt, du schminkst dich knallbunt vor dem normalen Spiegel. Also bunt, so dann, sieht bunt aus? Nein, du bist jetzt nicht bunt. Du bist gruftig jetzt. Aber du hast jetzt zum Beispiel, das ist ja auch schon ziemlich kaltes Licht, du hast jetzt zum Beispiel ziemlich viel Orange auf den Wangen, was man überhaupt nicht sieht. Das ist nur Effekt sozusagen. Ihr seht Orange? Da ist tatsächlich viel Orange, aber das ist das Licht, was das Ganze wegnimmt. Danke, warum stehst du so steif da? Du stehst da so stockgeschluckt. Aus Angst. Vor was hast du denn Angst? Die Angst vor dem gefilmt werden. Und dem unvorteilhaften Eindruck beim gefilmt werden. Ja. Aber von dir gibt es nur vorteilhafte Eindrücke. Ach, ich bin sehr unlocker. Ja? Ja. Wie können wir dich locker machen? Vielleicht mit Alkohol vielleicht? Vielleicht einen dramatischen Witz. Ich habe gestern einen Witz vom Riddler. Stell dir vor, du bist in einem Raum ohne Fenster und Türen. Wie kommst du raus? Höre auf, es dir vorzustellen. Und schon ist sie locker. Ganz einfach. Ja, hat richtig gut geklappt. Siehst du? Dennis, du bist jetzt schon mitten im Dreh. Wie läuft es bisher mit der Bianca? Wie macht sie sich so? Also, sie ist nicht schlechter als der Kameramann. Aber du hast so einen verzweifelten Gesichtsausdruck. Du beißt dir schon auf die Lippe so ein bisschen. Nee, die Erwartung der Dinge, die da kommen. Ach so, deshalb, ja, nee, ich bin in Erwartungshaltung. Und Dennis, du hast ein schmutziges Geheimnis. Du hast deinen Mittelfinger bandagiert. Wie kam's? Beim Klingelschleifen abgerutscht. Kannst du kurz erklären für die Zuschauer, was Klingelschleifen Klinge, ist? Klinge, nicht Klingel. Eine Klinge. Ich habe eine Scherenklinge geschliffen, bin abgerutscht. Ich weiß nicht wie und habe mir bis ungefähr auf den Knochen einen schönen Cut eingefahren. Und das Schlimmste war, ich musste natürlich ins Krankenhaus, weil es am Wochenende passiert ist und der Hausarzt nicht offen hatte. Aber da auf der Alm gibt es natürlich kein Krankenhaus. Nee, ich muss ins Tal. Ins Tal, ich musste mit dem Almabtrieb. Zu einer Glocke um den Hals. musste ins Krankenhaus und ich kann mich noch erinnern, wie ich am Verbluten war. Also ich bin dem Sensenmann gerade noch von der Klinge gesprungen. Von der Scherenklinge gesprungen und ich liege da so mit meinem, man sieht es, man kann sich ja vorstellen, dass das, also
lebenswichtiges Organ. Also wirklich, und ich lag dann so und der Arzt, ich sehe den Arzt noch so reinlaufen, wie er sich so die Hände gerade noch mit Sakrotan irgendwie sauber macht. Kommt er so und guckt so, ach Gottelchen, was hat er denn? Tja, so viel dazu. Aber ich komme durch. Also ich habe mir Mut gemacht, ich komme durch. Du kommst durch. Was sagst du zu dieser schönen Geschichte, Jakob? Wie fühlt sich das? Hat mir gut gefallen. Hat dir gut gefallen? Ja. Ich darf mich nicht bewegen, glaube ich. Wenn ich soll einen Punkt fixieren, mach jetzt keinen Witz. Wenn Chuck Norris über die Wiese geht, riecht er nicht an den Blumen, die Blumen riechen an ihn. Ich bin überhaupt nicht lustig. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Chuck Norris hat bei Burger King einen Big Mac bestellt und ihn ohne Widerworte bekommen. Geh weg. Machen. Wie trinkt Chuck Norris seinen Kaffee? Schwarz ohne Wasser. Norris kann ein Happy Meal zum Weinen bringen. Neulich hat Chuck Norris eine ganze Torte aufgegessen, bevor ihm jemand gesagt hat, dass darin eine Stripperin war. Chuck Norris hatte ein Rennen mit der Zeit. Die Zeit läuft immer noch. Lustig, ne? Hier gibt es ein geheimes Getränk, was ihr selber herstellt. Wie lange braucht das, bis es fertig ist? Also grob so eine Woche. Eine Woche. Es besteht aus Knoblauch und scharfen Paprika. Und ich darf es aufmachen, ich habe gefragt. Es ist hart. Gibt es das nur für treue Gäste? Oder muss man dann beliebt sein bei euch? Oder kann man das auch ganz normal, kann es jeder ordern? Jeder kann ja bestellen. Also. Fehler ist also Mutprobe so. Aha. Das ist wirklich okay. Muss werden. Dann so zum Ärgern, dann hat er umgeschnappt und dann hat auf einmal einer schon dabei. Das ist hart. Der Dreh läuft jetzt schon 5 Stunden. Also es ist Wahnsinn, wir sind total fertig. Alles richtig. Aber wir schauen mal, wie es der Bianca geht. Bianca, wie geht's dir jetzt mittlerweile? Wie läuft's? Bist ein bisschen lockerer schon geworden? Ja, wir sind erst 3 Wochen da und... Was hast du für Tipps, sagen wir mal, jetzt ist man, sagen wir mal, schon so lange wie du im Geschäft, aber will trotzdem ein richtig geiles Video machen. Richtig guter Tipp, man soll vorher den Text lernen. Er kann den Text nicht. Er kann seinen Text nicht. Bianca, hast du schon mal einen Fernseher gesehen, einen echten Fernseher, kennst du das? Ja, ich habe ja diesen Fernseher, um den Witz vorwegzunehmen, selber hierhin transportiert. Dennis, hast du noch Fernseher erlebt als Jugendlicher oder bist du zu jung dafür? Gibt's schon was Neueres? Kennst du Fernseher? Ich musste sogar noch in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, aufstehen zum Umschalten. Wow. Also, ne? Aufstehen und vorne umschalten. Ja, wenn ihr euch fragt, warum er aufstehen musste zum Umschalten, fragt eure Großeltern. Und hier haben wir jetzt einen Löwe Opta, ein super geiles Modell. Und wir haben gerade ein Geheimnis entdeckt. Dieser Löwe Opta, der kann was. Achtung. Kassette ist ja ganz modern. Ja. Ist modern. Ja. Es erscheint. Ist das deins, Marc? Nein, das Glitzer-Handy ist nicht von mir. Es erscheint der Arrangeur, der Produzent. Erscheint natürlich nur echt mit Sonnenbrille und er schneidet den Sandkuchen an. Wir haben stundenlang gewartet, bis endlich der feierliche Anschnitt erfolgen kann. Hast du jemals hier in diesem Schuppen schon mal einen Sandkuchen angeschnitten oder ist das ein First? Eigentlich ständig. Ständig. Ein Zitronenkuchen. Ja. Das finde ich sehr, sehr geil. Wie kann ich nur empfehlen. Sagst, das wird kein Sandkuchen. Wenn du mal guckst, wenn du die richtige Karte findest, dann wirst du auch den Zitronenkuchen darauf finden. Ja, der gehört eigentlich in jeder Punkladen, gehört ein guter Zitronenkuchen rein. Ne? Ja. Ja. Ihr lernt jetzt mal was über echten fucking Rock'n'Roll gemischt mit Punk.
Wenn ihr mal in eine Situation kommt, sagen wir mal, wer ist denn der bekannteste Punker, den es gibt? Sid Vicious. Nehmen wir mal an, Sid Vicious, Marilyn Manson und Benny Nordwall, wer auch immer. Benny Nordwall treffen sich. Dann, welches Getränk bestellt ihr dann? Natürlich erdiger alkoholfrei auf Eiswürfeln. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber was wirst du gegen den Schaum tun? Nichts, warten, einfach abtrinken. Wenn ihr guten Kontakt zur Wirtin habt, dann trinkt sie für euch sogar den Schaum ab. Julius, was denkst du, wie lange wird das dauern, bis der Schaum weg sein wird? Ja, das hat sie also irgendwie nicht so gewohnt souverän gemacht, wie ich das sonst von ihr kenne. Ne? Wegen der Eiswürfel. Trinkst du öfter alkoholfreies Weißbier mit Eiswürfeln? Alkoholfrei ist eigentlich das, was mich auch zahlt. Das ist eigentlich ein Zweitname von mir. Linus, alkoholfrei, weniger. Aber sonst nicht mit Eiswürfeln. Wir schauen uns das nochmal an, wie das hier weitergeht. Sehr, sehr schön. Ein bisschen Geduld. Linus, warum trägst du im Dunkeln eine Sonnenbrille? Und noch eine andere Brille, eine Lesebrille oben drauf. Ja, die Lesebrille ist natürlich meiner Sehschwäche geschuldet. Und die Sonnenbrille, die trage ich natürlich, um nicht durch deine Strahlkraft Augenverletzung. Ja. Du trittst ja selber hier auf. Wie war der letzte Auftritt hier gewesen? Das ist schon lange her. Ist schon was her? Ja, ja. Aber war, wie war es? War nett. Wir kennen uns schon sehr lange, weil die Ela hatte früher den Panic Room hier ein Stückchen weiter, ist dann abtrünnig geworden aus Steele und ist jetzt seit wie vielen Jahren schon wieder hier? 6,5 Jahre. Lange Linien, liebe Freunde. Erfreulicherweise hat sie dann den Benny mitgebracht. Sehr, sehr, sehr gut. Was sagst du zu der Einrichtung? Das ist der Brecher, Benny oder? Benny Nordwall. Benny Nordwall, ja, von dem haben wir schon viel gehört heute. Ja. Schwedische Punkling. Ja, ja, I know. Was sagst du zu der Einrichtung? Das ist der Brecher, oder? Absolut. Geiler geht's das nicht. Das ist absolut schick. Darum hatte ich ja auch die Empfehlung ausgesprochen, hier mal ein schönes Video zu drehen. Du trägst einen Fernseher seit längerer Zeit, das scheint seit dich anzustrengen. Seit längerer Zeit. Warum strengst du das so an? Aber du bist auch, das liegt an der Erdanziehung. Aber du bist doch trainiert und, ja, und alles. Ja, sehr. Dennoch, die Finger sind jetzt doppelt so lang wie die anderen. Wow. Ja. Und dieser Fernseher hat ja auch ein Geheimnis. Ja, einen Kassettenrekorder. Hm. Was, erklär doch mal für Jüngere, was das ist, ein Kassettenrekorder. Das wissen doch jetzt schon alle, weil das so hip ist. Ist das nicht modern, heutzutage Kassetten zu kennen? Ich frag dich, du bist ja hier die Hippe. Ich bin eine Hippe. Du bist die Hippe. Ja, ein Kassettenrekorder, das waren Magnetspulenbänder, kleine. Die konnte man da reinlegen und dann wurde durch Magnetschwankungen abgetastet, was für ein Lied da drauf war. Und es gab Bandsalat, wenn man nicht aufgepasst hat. Oh. Jaka, du hast eine Frage. Du fragst dich etwas. Warum Erdnüsse 1? Wo sind Erdnüsse 2? Ja, also wenn ihr das wisst, postet das hier drunter. Und du stehst das erste Mal hinter einem DJ-Pult. Wie ist das für dich? Das erste Mal ein erhabenes Gefühl, lieber Marc. So langsam wird es hier ein bisschen merkwürdig. Ich blende das mal gerade auf. Ja. Bianca, was zur Hölle? Ich nehme an, ich bin ein Spuk. Du bist ein Spuk? Vermutlich. Hier ist ja auch Freddy Krüger. Hast du als Spuk Angst vor Freddy Krüger? Nein, oder seid ihr eher so wie gute Kollegen? Bekannte, wir sind ja. Ja. Hast du Angst vor diesem Ständer? Nein, hier, auch wir. Keine Angst vor dem Ständer. Nein. Und du hast geheime Blumen. Ich habe geheime Blumen, die sind aber noch in der Küche. Willst du mir die mal zeigen? Nein, ich glaube, ich komme nicht gut in die Küche jetzt. Nee, weil wegen diesem. Wegen dieses Heiligenscheins. Wie alt bist du denn schon als Spuk? Wie lange spukst du schon hier? Ah, ich kann mich aber nicht so richtig dran erinnern. Ist schon was länger her. Ist schon was länger her. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das denn schon so genau? Wollen wir dieses Rätsel lösen? Nein. Bianca, du schwitzt. Guten Abend! Warum schwitzt du so? Ich schwitze so. Der ist doch luftdurchlässig, der Fächer. Das, ja, wie sagt man, Schleier. Aber das besteht aus reinem Plastik. Warum nimmst du nicht irgendein Geschmeide aus Seide? Aus Seide. Ja, das war nicht verfügbar. Verfügbar war das. Bei Amazon.
Nein, bei Wish. Was ist Wish? Wish ist das chinesische Amazon. Wirklich? Beziehungsweise. Das, wo ich dir immer so komische Angebote zeige. Du zeigst mir komische Angebote. Ja, wo wir immer rätseln, was könnte das sein, was sie uns da verkaufen wollen bei Facebook. Ah, ich verstehe. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich weiß, ich weiß. Und das fragt man sich hierbei doch auch. Was soll es sein? Was hatten sie dir da angeboten? Das ist ein Schwangerschaftskleid. Ah ja, sehr schön. Es ist ein Schwangerschaftskleid. Ja, kann man nichts gegen sagen. Nein, läuft. Nein. Ja. So, ihr baut gerade auf hier irgendwelche ganz verrückten Spezialeffekte. Der Dennis hat das vorbereitet, der Dennis kann das, der macht, geht in die Post-Production. Aber du hast gerade eine Geruchserinnerung. Eine olfaktorische Zeitmaschine, genau. Ich habe gerade festgestellt, dass der Geruch der Nebelmaschinen sich nie verändert hat. Es riecht dann genauso wie früher. Wonach riecht es für dich? Nach den 80er Jahren. So rochen die 80er. Liebe Jüngere, er meint die 1780er Jahre, in denen er getanzt hat zu Marschmusik, zu preußischer und zu N. Clark. Und zu N. Clark. Aber wie er von seinem DJ im Odenwaldkreis gelernt hat. Es würde aussehen, als hätte man das Portemonnaie auf der Tanzfläche verloren, wird danach greifen im Nebel, weil dieser Tanzstil ganz anders so aussah. Und man kann nicht immer N. Clark spielen. Man kann nicht immer N. Clark spielen. Der DJ sagt, ich kann nicht immer N. Clark spielen, das geht nicht. So, jetzt ist es Zeit zu gehen. Tschüss, es war ein Fest. Kommt so oft es geht in den super fancy, liebevoll eingerichteten, großartigen, fantastischen Keller, der aber nur am Wochenende geöffnet hat. Oder meistens am Wochenende geöffnet hat. Ja. Freakshow, da kann man nicht lesen. Freakshow heißt der Laden in Essen-Stehle. Der Laden hat sogar einen eigenen Bahnhof. Ihr habt einen eigenen Bahnhof, kann nichts schief gehen. Tausend Dank. Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gehen wir durch die gewundenen Katakomben. Gehen wir hier hoch. Draußen ist Tageslicht. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist tatsächlich noch Licht draußen. Irre, absoluter Wahnsinn. Also, freut euch auf das Video mit zwei Doktoren. Wann hat man schon mal ein Video mit zwei Doktoren? Das ist gar nicht so oft. Jetzt gibt's das. Tschüss! Ist das alles? Das geht um euch. Schön.